kurze Rote von mir mal zu diesem Trainingsgürtel. Das ist das gute Stück. Wir schneiden hier im Prinzip diesen kleinen Computer einfach nur drauf. Das ist mit so Druckknöpfen hier befestigt. Kann man, denke ich, ganz gut sehen. Durch die Taste Mode und Plus schaltet man das Ganze da ein. Kann dann hier unterschiedliche Stärken einstellen und Modi wählen. Wir sehen das hier, es sind insgesamt tatsächlich auch 12 Stück. Das Ganze geht natürlich nur, wenn auch Kontakt auf der Innenseite sitzt. Schauen wir uns das Ganze einmal nicht von der anderen Seite an. Das Ganze ist ganz schön. Es ist mit einem Stoff und nicht mit diesem typischen, wie nennt man das, kunststoffartigen verarbeitet. Und wir schauen uns das Ganze an der Stelle jetzt hier einfach mal an. So, und zwar haben wir nämlich hier die Pads, die sind hier mit eingearbeitet. Das heißt, wir brauchen auch keine Gel-Pads und dergleichen, mit denen man sich rumschlagen muss, sondern setzt die einfach drauf. Und ich werde hier an der Stelle einmal pausieren, das Ganze anbringen und dann schauen wir weiter. So sieht das Ganze jetzt angebracht aus. Wir haben das jetzt hier einmal um den Bauch hängen und ich schalte das Ganze jetzt hier einfach mal an. Das wäre jetzt die erste Funktion. Da spürt man schon einiges, ist schon relativ kräftig an der Stelle sogar. Und wir könnten uns dann hier eben durchwursteln. Er zeigt uns auch an, wie lange das Training dauert. Das sind jetzt nämlich noch 19 Minuten. Eine Einheit, das sind immer 20. Und man kann sich hier durch die unterschiedlichen Modi auch switchen, falls man während des Bearbeitens da doch eine andere Vorstellung hat. Und ja, man kriegt ordentlich Stimulation rein. Allein davon wird man wahrscheinlich kein Sixpack kriegen, muss man ganz faires halt aber sagen. Aber als Ausgleich, wenn man es mal wirklich nicht ins Gym schafft oder an den Ruhetagen, kann man das auch mal rüberlaufen lassen. Ist das eine ganz gute Unterstützung zum eigentlichen Training.